Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Leicht verdientes Geld, wir sind bei den Rangherausforderungen Stealth-Bereich. Karte Nummer 2. So, wie ihr sehen könnt, das ist die Gotham Match Bank. Wir hätten bei der ersten Du Stage wirst die dir wünschen, zu Polizeiwache. Hause geblieben zu sein. Das ist GCPD. Was soll man machen? Der Wut Luft machen. Schalte einen Gegner aus einem abgedeckten Lüftungsschacht heraus aus. Damit ist das der Unterschied zu Gittergott. Aus dem Lüftungsschacht heißt, ihr braucht die, die auf einer Ebene sind und und Gittergott sind die von unten, ja? Wirkungsbereich springe in die stabile Mauer und schalte damit einen Gegner aus. Abhängen führe von einem Aussichtspunkt dann ab. Umgekehrtes Ausschalten aus. Mein Problem ist, ich habe das Gadget zu diesem Zeitpunkt noch nicht freigeschaltet. Mein Problem ist, bei dem, wenn ihr das freischaltet, dass das Ganze auf die Annäherungsmine funktioniert, auf die Annäherungsmine reagiert, dann geht das so schnell los. Das ist schon übel. So, jetzt habe ich erstmal die Mauer verbreitet. Es gibt nur zwei instabile Wände, also ihr habt nur zwei Chancen. Dann muss es auch zielen. Wir machen das also wie folgt: Hinsprühen, dann einen dahin locken und ich hoffe, der geht nah genug ran. Ich will kein Gejammer. Ich will Resultate, verdammt! Er muss doch nicht so sein. Okay, warte. Der bleibt stehen, dann machen wir es anders. Wir müssen den nah genug an die Wand bringen. Sonst geht es nicht. Denken jetzt, der kam eh von der anderen Seite. Und wir zünden gleich. Okay, Nummer 1 hat geklappt. Lüftungsschacht, gut. Ich empfehle euch, niemals den Schaltschock Batarang hier anzuwenden. Na, ah, wir haben einen Geiselnehmer. Okay, ich mach mal deine Waffe kaputt. Hey! Gut. Sollte er mich sehen. Ich habe schon zwei ausgeschaltet, ne? Okay. Wie gesagt, Schaltschock Batarang niemals aktivieren. Den könnt ihr hier so perfekt gebrauchen, um die Gegner herzulocken. Also es gibt zwei Methoden, was wir jetzt machen können. Ich werde dir die Leber rausschneiden und dann meine Hunde verfüttern, Batman. Hörst du? Ein bitte schön, mein einziges Mal. Perfekt, ich mache erstmal umgekehrtes Ausschalten. Du Trottel stehst nämlich nah genug. Ich habe keine Chance. Wo gehst du hin? Komm her. Gut, 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 gut. Ach, der springt wieder runter. Diese Schießer dürfen nicht immer runterspringen, das ist das Problem. Komm mit. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich gleich zwei Gegner wegspringe, aber dadurch, dass wir einen Geiselnehmer haben, haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Natürlich könnte ich jetzt den Geiselnehmer auch belatschern. Ich mache mir das ja auch. Du kannst eh nicht schießen, guck. Was war das? So, ich bereite mir mal dieses Gitter vor. Das lock ich dir erstmal hierher. Wenn der nah genug an den Lüftungsschacht angeht, ich muss nur schauen, dass er auch da wirklich hinläuft. Es gibt Ärger. Was auch immer das ist, dahinter steckt Batman. Reißt ihr zwei Schwachköpfe euch vielleicht noch mal zusammen? Ich kann ihn auch dazu bringen, mit Hilfe von meinem ferngesteuerten Batarang, dass er näher an den Schacht rankommt. Natürlich kann ich ihn auch mit Hilfe von dem ferngesteuerten Batarang dahin locken. Hey, komm da raus. Hey, komm da raus.
muss anders. Der hat mich zwar gesehen, aber das ist mir jetzt völlig egal. Ich denke mal, er geht jetzt hoffentlich nah genug an den Lüftungsschacht dran. Ja, das Problem hatte ich nicht. Das Problem hatte ich nicht so extrem. Das Problem hatte ich nicht so extrem in. Ach, Mensch, du Idiot! Das hatte ich nicht so extrem in Arkham City. Und deswegen war ich da auch schneller mit den Stealth-Karten. Die nicht zu trottelig waren. Tja, das geht nicht so. Ich verplemper halt nur Zeit, weil die Idioten nicht dahin gehen. Man kann natürlich auch mit dem Lüftungsschacht anfangen. Ah. Sonst hätte ich noch was. Aber ich will ihn jetzt dahin locken und das geht nur, wenn ich genug Lärm mache. Was habe ich denn für eine Wahl? Weglaufen und vom Boss Ärger kriegen oder bleiben und aufmachen? Es tut sich was. Also tut ihr was. Ich sag, niemand verteilt Standhaupt wie Black Mask. Solange die da noch, solange der da noch rumläuft. Geht's nicht. Okay. Neuer Versuch. Ich hoffe, jetzt gehst du nah genug ran. Guck mal, wie weit weg der ist. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch einfach nicht. Der Typ geht nicht nah genug da dran. Es gibt Ärger. Was auch immer das ist, dahinter steckt. Ja, toll. Es gibt doch gleich Ärger, weil ihr meine Zeit verschwendet, ihr Schweine. Das kann man normalerweise viel schneller machen, aber die KI hat gerade voll die Aussetzer. Da der mir das immer zerstört, mache ich das jetzt auf eine andere Methode. Hier oben gibt es nämlich auch nochmal ein Gitter. Darüber mache ich es am liebsten eigentlich immer in der extremen Version von dieser Stage. Da ist es auch besser, weil da sind viel mehr Gegner. In der Kampagne hatte ich das ja genauso gemacht. Ich will keine Ausreden, ich will kein Gejammer. Ich will Resultate, verdammt! Ah, warte mal. Ich kann rein theoretisch auch Lärm so machen, pass auf. In der Nähe. So oder so, wir müssen sicher gehen. So. Ich kann gerade nicht gescheit lenken. Ich wollte Lärm machen, indem ich das Fenster kaputt mache. Kommt jetzt einer her? Was? Ich hab keinen Schaltschock-Battering verwendet, du Arsch. Ich werde dir die Leber rausschneiden und dann meine Hunde verfüttern, Batman. Boah, die stellen sich aber so trottelig an und die gehen nicht dahin, wo ich sie hinhaben will. Versuch das jetzt anders. Wenn ich Zeit verbrennt habe, dann tut's mir leid. Ich bin kein Profi, ich bin ein durchschnittlicher Batman-Spieler. Geht der Typ? Der ist nah genug ran. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Halt! Wo bist du hängen geblieben, Betz? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war bestimmt eine Minute. Vielleicht ist er weg. Geh noch ein Stück weiter. Das macht mich fertig. Geh noch. Ich muss. Meine Fresse, war das eine schwere Geburt. Das hat so
Ich habe die schon mal in unter 2 Minuten gespielt, diese Stages. Gibt's überhaupt nicht. Was ist ein Trottel? Er denkt, ich bin noch da drin. Leg dich schlafen. War das schlecht? Gibt's ja nicht. Ihr dürft mal hier drunter schreiben, du warst schlecht. Bin schon bei der einfachen Stage so lange brauche. Nee.